Mahlzeit, Leute. Ja, ihr schaut wieder Feuerwalze. Ich bin's, der Sascha, und heute bin ich in Space Channel 5. We are. Ja, das Ding kostet 24,99 Euro, ist für die Oculus Quest erschienen, ist ein Rhythmusspiel, wenn ich es richtig verstanden habe. Das gab's damals auf dem Sega in Flat. Ich hab's nie gespielt. Ich habe also keine Ahnung, was mich jetzt hier erwartet. Und ich bin echt gespannt. Ja, ich bin jetzt hier in so einer Lounge, sag ich mal, das ist so 70er-Jahre-Style, ne? Das ist optisch jetzt nicht so der Oberkracher, da habe ich schon ein bisschen was Besseres gesehen hier und da, aber im Großen und Ganzen kann ich eigentlich nicht meckern. Hier so diese Stühle und dieser Tisch oder diese Cocktailsessel besser gesagt, die haben so einen gewissen Glanz, da spiegelt sich auch was drauf, das sieht okay aus. Aber ansonsten ist es sehr trist, aber okay. Dann schauen wir mal. Ich habe Bewertungen gelesen im Oculus Store, das waren nicht ganz so viele, ne? Hier ist meine Play Area übrigens. Und da schrieb jemand was von 1,5 Stunden, dann war er durch. Das wäre natürlich ein bisschen mager für 25 Euro, ne? Aber gut, dafür bin ich ja da, um das rauszufinden, ob das alles so stimmt. Und wir schauen mal, da ist ein Raumschiff vorbeigeflogen, und wir schauen mal, was das Ding so kann, ne? Okay, wir haben Options, wir haben Story-Modus, wir haben einen Arcade-Modus, einen Trial-Dance, einen Kalorien, weiß ich nicht, Zähler-Spiel-Modus, keine Ahnung, Friendopedia, keine Ahnung, was das ist, und ein Dressing-Room. Ich gehe natürlich klassisch wie immer erstmal in die Optionen für euch, und dann schauen wir uns das mal an. So, wir haben eine Calibration. Das brauche ich nicht, das stimmt schon. Vibration, Vibration an sich an. Subtitles mache ich auch mal an, weil es ist alles in Englisch. Dann kann man nicht sterben, ne? Aha. Das lasse ich aus. Also nee, das machen wir nicht. So, ihr könnt Englisch oder eben andere Sprachen. Okay. Und bei Voice genau dasselbe. Ich lasse natürlich alles in Englisch und dann war es das. Mehr kann man nicht machen. So. Ich würde sagen, wir fangen einfach mit der Story an und den Rest klicken wir uns gleich einfach mal durch, was das so ist, ne? Okay, also wie gesagt, ich habe echt null Ahnung, auf was ich mich jetzt hier einlasse. Ich kenne das Ding nicht und es ist auch vor kurzem für die PlayStation erschienen. Da habe ich nicht reingeschaut, das ist wieder das Raumschiff und dann bin ich mal gespannt. So, Tutorial. Klar, ein Tutorial mache ich natürlich. A Star is Born. Okay, jetzt werde ich als Star wiedergeboren. If we don't put a stop to this. All the groove moxie across the entire galaxy. Was war das denn? Es ist vorbei, es ist zu Ende. Das war alles? Okay, machen wir natürlich weiter. Start zum Next Chapter. Das war mal ein komisches Intro, Leute. Ich habe jetzt nichts verstanden. Überhaupt nicht, was das Ding von mir will. So, ich bin, glaube ich, in einer Art Aufzug oder was ist das? Und eine Röhre? Since you're new here, let's start you off with some orientation. Ja, ich bin neu. Become an ace dancing reporter. You're going to need to master the basics first. Okay. Fortunately, we've got veteran reporter Ulala here to guide you. First off, we'll need to get you scanned so you can come inside. Place your hands out in front. Okay, jetzt werde ich erstmal gescannt. Das sind meine Hände. Hm? Hallo? Das sind nur so Violetten, ne? Das sieht okay aus. Zack. Dann scan mich mal. Wow. Hand placement confirmed. Confirmed. Now lower your hands and stand still for a moment. Okay. Initializing costume fitting. Woo. Costume fitting complete. Okay, ich bin. Identification verified. Wie bin ich denn jetzt? Wie sehe ich denn aus? Okay, jetzt geht's in ein Studio. Das ist aber eine komische Optik, Leute. Okay, hier ist das Studio. Also optisch haut mich das jetzt hier noch nicht so ganz vom Hocker, muss ich sagen. Hallo? Bin ich das? Also Leute, wie sehe ich denn aus? Okay. Wer kommt denn da? Muss ich jetzt tanzen? Space Cats, welcome to the galaxy's premier broadcast station, Space Channel 5. Intrepid Space Reporter Ulala here, and I'll be your instructor for today's orientation session. Now, what do you say we jump right in? Okay, mach mal. So, memorize your partner's moves and then dance and right back. Calling out commands and striking poses. When I give you the sign, strike the same pose as me. Okay, soll jetzt tanzen oder was? Up! You try it. Up! Was? Oh!
You try. Down. Okay. Right. Go for it. Right. Your turn. Left. Two. Your turn. Two. Hab ich doch. Achso. Pose. You try. Pose. Nice work. Okay. Next, let's try dancing to the beat. Oh je. Leute, das ist nicht meins hier. Was soll ich jetzt? Up. Up. Your turn. Up. Up. Okay, Leute, das ist down. Nicht meins. Down. Go for it. Down. Down. Right. Left. Go for it. Right. Left. Two. 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 You try it. Das ist, two, geht? Two, two, two. Nice work. Nice work. Two, right. Two. Next up. Und ich habe keine Soft-Tanzen. Was ist das für ein Scheiß, ehrlich? Jetzt kommt die Polizei oder was? Da habe ich so schlecht getanzt. What's that? Roger that. I'll be there in a flash. This just in. Aliens have invaded the space. Okay, aliens kommen jetzt. To dance. Now that you've learned the ropes, you should come along with me. Ready to go? Let's do it. Initiate transfer. Okay. Jetzt kommen Aliens und ich muss tanzen. Das habe ich das richtig verstanden? Leute, das ist wieder voll meins, ey. Na gut, es ist ja ein Rhythmusspiel, ne? Make three mistakes in a row and it's game over. So watch out. Okay, drei Fehler in Folge und das Spiel ist... Was ist das denn? Ist vorbei. Was steht denn da? Okay, ich tanze einfach mal. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Also optisch ist das sehr gewöhnungsbedürftig. Muss ich das jetzt nachmachen oder was? Okay, jetzt ist sie hinter mir. Also sie sieht besser aus wie die Konsorten da vor mir. Was? Okay, jetzt ist abgedreht, Leute. Was soll ich hier machen? Was soll ich hier machen? Hä? Leute, ist das ein komisches Spiel? Was soll ich machen? Das ist nicht meins, Leute. Leute, was für ein Scheiß ist das denn? Okay, ich habe irgendwas falsch gemacht. Leute, das ist... Leute, ich hab's doch gemacht. Was, Game Over? Leute, ich kann nicht tanzen. Continue? Ja, klar. Leute, das ist ja voll mein Spiel. Und da habe ich 24,99 für ausgegeben. Muss ich das Ganze nochmal machen? Make three mistakes in a row and it's game over. So watch out. Okay, das mit diesen Unbesiegbarkeitsdingen, das war gar nicht so schlecht da im Menü. Jetzt kommt die wieder von hinten, ne? Das Ganze wieder von vorne? Leute, das spiele ich im Leben nicht durch das Ding. Das schaffe ich gar nicht. Wo kommt denn die jetzt? Okay, da ist sie. Warum muss ich denn tanzen? Ich denke, ich bin Reporter oder irgendwie sowas. Okay. Mal gucken, ob dich jetzt wiederholen, ne? Up, up,
ab. Down, down, down. Right, left. Thank you, Ulala. Okay, ich habe hier nicht aufgepasst. Leute, das krieg ich hin! Okay, ich hab wieder einen falsch gemacht. Leute, das krieg ich nicht hin, ey. Boah, Leute! Leute, das ist es. Ich hab das doch gemacht. Okay, ich hab's geschafft. Was ist das denn? Okay, das war ein Bonus oder so. Keine Ahnung. Was kommt denn jetzt? Leute, was ist das denn? Boah, Leute, das ist aber echt nicht meins hier. Nochmal. Jetzt bitte nicht von vorne. Also wenn es jetzt von vorne geht, dann mache ich das Ganze nochmal. Dann gucken wir uns die anderen Menüpunkte an. Make three mistakes in a row and it's game over. So watch out. Pff. Tatsache, wieder von vorne. Also die Checkpoints sind sehr mies gesetzt, muss ich sagen. Okay, ich drücke jetzt mal Menü, Leute. Da müsst ihr jetzt durch. Retire. Ich gebe das jetzt hier auf. Return to Main Menu. Yes. Ja, ich tanze das ja jetzt nicht nochmal und nochmal und nochmal und nochmal, ne? Wir gucken jetzt erstmal die anderen Menüpunkte an. Dann schaue ich mal, wie lange ich dann hier schon dran bin. So, das war die Story. Das habe ich ja voll verkackt, habt ihr gesehen. Also ihr müsst da wirklich diese Figuren nachmachen, ne? Und wenn ihr drei in der Folge verkackt, dann ist das Spiel vorbei. Und dann fangt ihr wirklich komplett wieder von vorne an. Das fand ich jetzt ein bisschen mäh, ne? Ganz ehrlich. Okay, machen wir Arcade. So, Highest Viewership Groove Amateur Dance. Secrets found 0 von 11. Get your groove on with Hatsuna Miku and resolve the incident at Spaceport 9. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich drück da. Front. Komm, wir machen das einfach. Ich guck, was passiert, Leute. Ich habe keine Ahnung. Okay, also die Location ist schon mal dieselbe. Okay, ist derselbe Kram nochmal oder irgendwie nur arkadisch oder wie habe ich es jetzt? Achso, da ist noch jemand. Die sieht gut aus. Also ich habe es nicht so mit dem Hüftschwung, ich kann es mal probieren, aber... Ja und jetzt? Wo denn? Ach, da kommt sie. So, das Ganze jetzt nochmal. Okay, das ist wieder das. Ab! 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 Down! 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 Also die erste Runde ist immer relativ einfach. Two, 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 two. Also man kann es irgendwann auswendig lernen, ne? Egal. Ich hab's ja alle geschafft, ne? Leute. Das ist so doof, ne?
Also das mit den Händen hoch, das macht er nicht so wirklich, ne? Wie muss ich dann wirklich so? Ich hab's, keine Ahnung. Aber egal, ich hab's aber geschafft. Okay, ich tanze jetzt nicht so, Leute. Okay. Das kriegen wir hin. Leute, ich krieg das nicht hin. Das ist mir alles ein bisschen zu schnell. Leute, das kann ich mir nicht merken, ey. Ich hab keine Ahnung. Ich hab... Das ist nicht meins. Das schaffe ich nicht. Okay, ich habe irgendwelche Leute getroffen. Leute, ich... Das... Boah, das ist so schnell, ne? Ich mache irgendwas und ist egal. Okay, ich habe zwar total beschissen gespielt, aber ich habe es geschafft. Ist noch mehr? Okay. Was kommt denn jetzt? Okay, jetzt kommt ein großer. Ach Leute. Also das mit links und rechts und so, das klappt irgendwie nicht so wirklich, ne? Das reicht, ehrlich. Okay, Leute. Oh, Leute, das ist ja richtig Sport hier. Ich hab nicht aufgepasst. Okay, we did it. Okay, Leute. Also meins ist es nicht, ganz ehrlich. Aber es ist irgendwie witzig, ne? Okay. Hallo? Stay tuned, everyone. Hey, we did it. Hey. Okay. Ich habe jetzt irgendeine Arcade Stage geschafft. Keine Ahnung. Also ich blicke da nicht so wirklich durch. Was passiert jetzt? Okay. Viewership 83%. Ich bin Pro-Dancer, Leute. Also so schlecht war ich gar nicht. Auf jeden Fall laut Spiel. Retry 9. Quit. So, dann schauen wir mal, was das Ding noch kann. Also Story-Mode habt ihr gesehen, Arcade-Mode. Ein Trial-Dance, das spare ich mir jetzt. Was ist denn Kalorien? So, Today. Achso, das ist wirklich nur so ein Tracker. In News. Was, gar nichts? Also komm, Leute, ein bisschen habe ich ja hier an Kalorien verloren. Okay. Dann haben wir noch Friendopedia. Was immer das ist.
So. Was ist das denn? Das sieht interessant aus und das kann ich mir nicht angucken. Ulala ist das in Orange. Ulala in Neon Yellow. Okay, die dreht sich so ein bisschen. Kann ich die auch selber drehen? Okay, das sind dann die Heroes. Okay. Achso, ich kann mir jetzt praktisch die ganzen Figuren hier so anschauen. Aber guten Hüftschwung, ne? So, die Rivals. Ich habe da nichts freigeschaltet. Aliens? Ich habe doch Aliens da vorhin gesehen. Guck mal, was da alles kommt. Normales Volk kann ich auch nicht sehen. Okay. Das ist ein Sammelsurium von allen Charakteren, ne? So, Dressing Room. Dann ziehe ich mich noch ein bisschen was anders an, ne? So. Das ist doch cool. Nee. Schauen wir noch. Guck mal hier. Okay. Was ist das denn? Nee. Das fand ich cool. Das nehmen wir an. 05 von 13. Okay, Return. Hat die das jetzt an? Ich habe keine Ahnung. So, wie lange nehme ich ihn jetzt hier schon auf? Ich weiß es nicht. Nochmal Story probieren. Ach komm, einmal probieren wir noch. Achso, Tutorial? Achso, das hatte ich ja schon, ne? Achso, nee, das war das in dem Aufzug, ne? Secrets von 0 von 10. Okay, komm, einmal machen wir noch, Leute. So viel Zeit muss noch sein. Ja, komm, mach weiter da, komm. Ich weiß ja, was passiert. Kann man das hier auch abbrechen, hier, dass wir denn jetzt erstmal hin dort wieder einen erzählt und tralala. Ich guck mal, ob ich das abbrechen kann. Also ich kann es nicht abbrechen. Da sitzt aber gar keine Jury, ne? Oder seht ihr da jemanden? Nö. Ich bin ja eigentlich ganz alleine. Okay, jetzt geht das nochmal los. Und das nervt ein bisschen, dass man jetzt hier warten muss. Also optisch, wie gesagt, ist das jetzt ja auch nicht so der Oberkracher. Guck mal, ich kann nämlich reingucken, Leute. Ich bin hohl im Spiel hier, ne? Okay, jetzt hat sich wieder Schwarze an. Das sieht gut aus, das gefällt mir. Schick. Okay. Ich versuche jetzt nochmal irgendwie ein bisschen weiterzukommen. Wir schauen mal. Ab, ab, ab. Down, down, down. Ich habe ja nicht aufgepasst, Leute. Aber man kann die echt auswendig lernen. Boah, ich hasse dieses Blöd. Okay, ich habe es komplett geschafft. Juice! Juice! Was ist denn mal schneller? Leute, was mache ich hier die ganze Zeit? Ich bin voll rausgekommen jetzt. Wieso kriege ich den die Leben nicht wieder? Ich denke, drei in... Okay. Okay, es ist gar nicht so schlecht, was ich hier mache.
Haben wir es geschafft? Down. Okay. Down. Und schießen. Komm Leute, das reicht. Oh. Und. Ach Scheiße. Okay, ich hab vergeigt. Leute, das wird richtig schwer. Puh, aber es ist, irgendwann hat das nicht mehr mit Tanzen oder Rhythmus zu tun. Dann muss man sich das echt nur noch merken und dann nur noch ab. Ja, die Dinger einfach nur noch durchziehen. Continue, nein. Okay, Leute, das soll lang. Wie gesagt, also der Story-Modus soll, glaube ich, irgendwie, wie gesagt, laut Oculus Store-Bewertung 1,5 Stunden dauern. Aber ich glaube, man braucht länger als 1,5 Stunden, um da durchzukommen. Also, ich bin eh ein bisschen steif, was Tanzen angeht, das weiß ich. Gut, für mich reicht das. Wie gesagt, 25 Euro finde ich jetzt, also wie gesagt, dieses Spiel, das ist ja eigentlich auch nicht sowas für mich. Deswegen ist es jetzt schwer für mich zu bewerten, ob das Ding 25 Euro wert ist. Man kann die ganzen Moves natürlich auswendig lernen. Und dann ist es irgendwann ja mehr oder weniger so ein Ausweichspiel oder so ein Nachmachspiel. Also klar, mit ein bisschen Rhythmus drin und so. Man muss es wirklich mögen. Das ist wieder so ein Genre-Titel. Also wer auf sowas total abfährt, der wird echt seinen Spaß haben. Aber für mich ist es eigentlich nichts, weil ich bin nicht so ein Typ von solchen Spielen. Ah, nicht von so japanischen und dann auch nichts mit Tanzen und so. Ne? Optisch würde ich dem Ding 4 von 5 geben, was die Oculus Quest angeht. Da habe ich auch schon Besseres gesehen. Alles sehr trist gehalten, so ein bisschen, ne? Also nicht alles so super knackscharf. Ich finde es ein bisschen teuer für 25 Euro, ganz ehrlich. Ich meine, es macht irgendwo ein bisschen Bock. Also Fun hatte ich schon, muss ich ehrlich gestehen. Aber so richtig abgeholt hat es mich jetzt nicht. Gut, dann hoffe ich, ihr könnt ein bisschen was damit anfangen. Für einen Unwissenden, was dieses Spiel angeht, weil ich das, wie gesagt, vorher noch nie gespielt habe. Ich kannte es auch nicht. Und ich hoffe, ihr hattet echt ein bisschen Spaß mit meinen Tanzmoves hier, ne? Gut, dann lasst mir ein Däumchen da, würde ich mich riesig freuen. Und wenn natürlich mein Kanal noch nicht abonniert haben sollte, darf natürlich gerne ein Abo dalassen, würde ich mich riesig freuen. Ich zeige euch alles auf die Oculus Quest, das wisst ihr. Natürlich auch ein bisschen Rift und so weiter, so ein bisschen querbeet. Dann verpasst ihr nichts. Und wenn ihr natürlich in den Kommentaren was schreibt, ich antworte auf jeden Kommentar, das wisst ihr auch. Und soll ich spezielle Sachen zeigen, die ihr euch gerne wünscht, auch das mache ich gerne. Auch alles ab in die Kommentare und dann schauen wir weiter. Dann nochmal danke fürs Zuschauen. Ach ja, und vergesst bitte meinen Discord-Server nicht. Wir sind jetzt knapp 140 Leute. 200 ist derzeit mein anvisiertes Ziel. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dazu stoßen würdet, damit ich dieses Ziel schneller erreiche. Gut, das war's aber jetzt wirklich. Nochmal danke fürs Zuschauen. Schönen Abend, schöne Woche. Bis zum nächsten Video. Euer Sascha. Macht's gut, Leute. Ciao.